In den USA ist Trucker-Babe Brita 1700 Kilometer von ihrer Wahlheimat Florida entfernt. Jetzt steckt sie in New Jersey fest. Denn bei ihrem nächsten Kunden kann sie noch nicht laden. Britas einzige Chance, Druck machen beim zweiten Kunden und den späteren Ladetermin nach vorne schieben. Also es kam raus, dass sie sich anstrengen werden, mich viel, viel früher einzuladen. Also viel, viel früher. Das heißt, ich werde jetzt ganz schnell zurückfahren. Hoffentlich sagen mir dann das Gleiche und dann sind wir wahrscheinlich viel früher aus Jersey raus. Zurück zur ersten Station. Denn nur wenn Brita auch hier eher laden kann, nutzt ihr die vorgezogene Ladezeit des zweiten Kunden. Im schlimmsten Fall muss die 51-Jährige den ganzen Tag in New Jersey verbringen. Sieht immer noch ziemlich leer aus. Dann frage ich mich, was sie den ganzen Tag machen. Ist ganz leer. Normalerweise kenne ich das Ding vollgeknallt. Brita kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Lunchtruck ist da! Amerikas berühmte Foodtrucks bringen das Essen auf Rädern. How long are you gonna be here? Okay. Die 51-jährige Brita lebt den kalifornischen Fitness-Lifestyle und knabbert auf ihren Touren meist mitgebrachtes Obst und Gemüse in Rohform. Okay, what do you have on vegetarian stuff? No, no, meats and corner, yeah. Do you have black beans? Black beans, yes. No, okay. Red beans. Red beans, okay. You want rice? Yeah, a little bit more. A little bit, yeah. Okay, thank you. And beans. Meistens ist ja hier alles mit Fleisch. Es ist entweder Italienisch oder Spanisch. Yeah. Anything, vegetables? I got like onion sauce. Oh, yes! Onion sauce? Onion sauce? Reis, es gibt hier Reis und Bohnen und er hat gerade noch gefunden die Zwiebelsoße. Ist mein Tag gerettet erstmal. Thank you. Schon 1866 versorgte der erste Foodtruck die texanischen Cowboys in der Wildnis. Das Essen habe ich mir erstmal sichergestellt und jetzt kann ich einchecken und hoffentlich sind die schon fertig mit ihren ganzen Vorbereitungen. Wenn Brita den Ladetermin bekommt, kann sie gleich zur zweiten Ladestation fahren. Und New Jersey bereits in wenigen Stunden verlassen. Ja, yeah, sieht nicht gut aus, überhaupt nicht gut aus. 4 Uhr nachmittags. Das heißt, ich sitze hier wahrscheinlich 3 Stunden rum. Ich will was essen, dann fühle ich mich erstmal ein bisschen besser. Reis, Bohnen und Zwiebelsoße sollen Britas Stimmung heben. Schmeckt hervorragend. Ich liebe spanisches Essen. Mit gefülltem Magen denkt es sich leichter. Und Brita beschließt, die 3 Stunden sinnvoll zu nutzen. So, nach dem Essen muss ich dann eben das Beste draus machen und den Reifen erstmal aufpumpen. Eigentlich pumpt ein Kompressor, doch in New Jersey waren bis dato alle defekt. Ah, der Reifen. Der wird weniger und weniger. Brita hat genau 20% zu wenig. Dann werden wir aufblasen. Ein Trucker-Babe packt im Notfall selber an. Brita zieht die Luft von ihrem eigenen LKW. Eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit. So funktioniert das. Das ist meine Luftzufuhr zum Anhänger. Wenn ich die Bremse ziehe, bleibt die Luft stehen. Jetzt kann ich diese Luft, die jetzt hier rauskommt, in diesen Schlauch reinmachen. Doch Luft ist nicht gleich Luft. Diese Luft ist nicht so schnell wie, die Luft im Truckstop. Das heißt, es dauert länger. Zum Glück hat Brita Zeit. 90, also noch 10. 100 PSI, also etwa 7 Bar, sollten es mindestens sein, sonst wird der Reifen zum Sicherheitsrisiko. Sind noch nicht voll. Vor 2 Jahren wurde Brita zur schönsten amerikanischen Truckfahrerin gekürt. Heute beweist die ehemalige Schauspielerin mal wieder, dass sie in und an ihrem 40-Tonner auch stets eine gute Figur macht. Alright, 100, voll.
Britta verliert nicht ihren Optimismus. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade, ne? Eigentlich wollte Britta heute Abend zurück in Orlando sein. Denn der Samstagabend ist nach den mehrtägigen Touren ausschließlich für Lebensgefährte Nelson reserviert. Doch die Date Night fällt ins Wasser. Hey, can you hear me? I can hear you. Oh, good. It turns out that both appointments were made for very late today. But if that wasn't bad enough, my first two deliveries are going to be on Sunday. Oh, well, I don't want to say that kind of sucks, but no, kind of sucks. No, that kind of sucks. It really, really sucks. Das Paar ist 1700 Kilometer voneinander getrennt. Nelson hat Britta schon als Truckfahrerin kennengelernt und hält ihr zu Hause den Rücken frei. Bye, babe. I love you. Bye. Bye, love you. Ja, so ist er halt. Wenn du es nicht schaffst, ist okay, ist alles gut. Hauptsache, du kommst nach Hause. Wenigstens habe ich ein bisschen gelacht jetzt. Ein bisschen bin ich froh. Durch die rosarote Brille sieht selbst New Jersey schöner aus. Also, wenn die hier sich ein bisschen beeilen, dann schaffe ich es wenigstens für Frühstück Sonntagmorgen. Das wäre schön. In den USA steckt die 51-jährige Britta in New Jersey fest, denn sie wartet seit Stunden auf ihre erste Ladung. Eigentlich wollte sie am Samstag zurück bei Freund Nelson sein. Doch daraus wird nichts. Also, wenn die hier sich ein bisschen beeilen, dann schaffe ich es wenigstens für Frühstück Sonntagmorgen. Das wäre schön. Im Fernfahrerbusiness muss entweder alles ganz schnell gehen oder die Trucker hängen in quälenden Warteschleifen. Geduld gehört zur wichtigsten Tugend im Job. Doch mit der Geduld ist das so eine Sache. So, jetzt werde ich mal ein bisschen Dränge wieder machen. Britta hängte vor 17 Jahren die Schauspielkarriere an den Nagel, um Amerika als Truckfahrerin zu erkunden. Showtime! Das Adrenalin steigt wieder. Britta darf tatsächlich laden. Also ich muss in Rampe Nummer 6 einparken. Jeder Stillstand ist für Britta verlorene Zeit, die nicht bezahlt wird. So, jetzt habe ich also tatsächlich über 7 Stunden gewartet, um gerade mal so 5 Paletten raufzukriegen. Endlich, die rote Warnlampe ist ein beruhigendes Zeichen für Britta. Denn die Arbeit übernehmen ab jetzt andere für sie. Jetzt merke ich schon, dass der LKW sich bewegt. Die sind jetzt ganz schnell dran. Und sobald ich das grüne Licht sehe, weiß ich, dass ich fertig bin. Dann fahre ich schnell raus und mache die Türen zu. Doch heute blinkt das rote Licht verdächtig lange. Die paar Paletten sollten eigentlich längst geladen sein. Warum dauert es denn jetzt so lange? Gott. Ja, und dann wundern sich Leute, warum ich am Freitag hier so am Drängeln bin. Weil ich nach Hause will. Von ihrem Zuhause ist Britta 5 Bundesstaaten entfernt. Doch endlich bekommt sie grünes Licht. Jetzt wird ganz schnell los hier. Es ist 6:45 und jetzt fahren wir zu meiner anderen Abholung. Der nächste Stopp ist nur 4 Kilometer entfernt, aber Britta muss durch New Jerseys enge Straßen und landet mitten in der Rush Hour. Das ist Feierabendverkehr und schon ausgehend Freitagabendverkehr. Das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer wird zunehmend rücksichtsloser. Da war schon eh kein Platz zwischen mir und dem Vordermann. Da drängelt sich noch einer rein. Trucks gelten als rollende Hindernisse. Doch ohne sie wären die Supermärkte leer. In dieser Nacht wartet nicht nur Britta auf ihre Ladung. Na toll, werde ich ja hier der letzte LKW hier sein, ne? Wir machen dieses Ding zu heute. Britta ist um 7 Uhr aufgestanden, um 19 Tonnen Melonen abzuladen. Der Rest des Tages bestand zum größten Teil aus zähen Wartezeiten.
Britta darf nicht einschlafen. Denn sobald die Paletten geladen sind, muss sie sofort weiter. Yes? Yeah, you're good to go. Nach 12 Stunden in New Jersey kann Britta den 5. kleinsten Bundesstaat der USA endlich verlassen. Ich kann es gar nicht abwarten, bis ich über die Brücke und aus New Jersey raus. Es geht auf die berühmte 7 Kilometer lange Hängebrücke. Wir brauchen so 1,5 Stunden zu der Delaware-Grenze. Die Ausfahrt kurz davor ist die, wo ich tanken muss. Und dann kommt gleich die Brücke und dann sind wir in Delaware. Delaware war der erste Kolonialstaat, der die Verfassung der USA annahm. Ich glaube nicht, dass ich weiterfahren kann danach. Okay, voll. Nach amerikanischem Recht darf Britta 11 Stunden in ihrem Truck fahren. Ich würde es nie riskieren, noch ein paar Meilen weiterzufahren, wenn ich so müde bin. Und schon gar nicht, wenn ich weiß, dass ich in einem Truckstop bin, wo ich weiß, dass ich ausnahmsweise mal einen Parkplatz finden werde, ohne weiteres. Die 51-Jährige schläft die 3. Nacht in Folge in ihrem Truck und hat viel Zeit, alles in Frage zu stellen. Nach so einem Tag wie heute, dann kommen immer die gleichen Gedanken. Ich fahre jetzt nach Hause, stelle den LKW ab und step away. Geh weg. Ich fahre nie wieder LKW. Die Gedanken kommen jeden Abend. Und am nächsten Morgen mache ich es doch wieder. In den 70er Jahren waren die amerikanischen Trucker die Helden der Leinwand, die auf endlosen Highways den Traum von Freiheit lebten. Doch die heutige Realität auf der Straße ist deutlich härter als die Hollywood-Version von damals. Jetzt wird geparkt und heia heia gemacht. Britta hat einen Stellplatz für die Nacht gefunden. Heute hat sie mehr Zeit mit Warten als mit Fahren verbracht. Das schlaucht. Die 51-Jährige muss Kraft für die Rückreise sammeln. Und jetzt bin ich so müde, ich könnte hier einschlafen. Genau hier. Sofort. Habe ich auch schon mal gemacht. Muss aber jetzt nicht sein. Und wieder eine Nacht unter Truckern.